Und hey Juli, willkommen im Stream. Willkommen, Happy Pride, mit Pride Month. Ja, auf geht's, rein geht's ins Abenteuer. Und starten in das Spiel. Einzelspielermodus. Und auf geht's. Rein in den Spielspaß. Ah, endlich. Einen Moment lang hatte ich schon gedacht, dass du nie aufwachen würdest, Kleiner. Welche Ironie wäre das denn gewesen, nicht wahr? Ich bin Charon, der Seelenfährmann. Zumindest war ich das bis zu deiner Ankunft. Ich bin nicht wirklich traurig, von mir zu verschwinden, aber einige Dinge hatte ich schon noch zu erledigen. Ich fürchte, du musst dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Schließlich ist heute mein allerletzter Tag. Und wer bist du? Stella. Willkommen, Stella. Wie ich sehe, hast du einen Freund mitgebracht. Wer ist er denn? Daffodil? Aha. Dann werde ich die Bürde gemeinsam. Dann werdet ihr die Bürde gemeinsam tragen. Und meine Aufgaben übernehmen. Wie schon erwähnt, in einigen Minuten werde ich aus dieser Welt verschwinden. Und deshalb bist du hier. Du wirst die neue Seelenfrau sein. Hör zu, deine Aufgabe hier wird alles andere als einfach sein, aber dennoch simpel. Finde die verirrten Seelen auf den Inseln und bringe sie hierher, wenn sie dazu bereit sind. Sterbende Seelen können nicht aus eigener Kraft ins Jenseits überwechseln. Du musst ihnen dabei helfen, ihre letzten Anfragen zu erfüllen und ihnen bis zu ihrem letzten Atemzug zur Seite stehen. Die große, runde Brücke dort drüben ist die immer bevorzugte. Das Alpha, wo alles beginnt, und das Omega, wo alles endet. Hier wird alles Sterben erfüllt und die Existenz erreicht ihre Schwelle. Eine wichtigere Aufgabe gibt es nicht. Vergiss das nicht. Vergiss das niemals, Stella. Hier. Ich muss dir etwas geben. Damit musst du wirklich vorsichtig sein. Das ist das Immerlicht. Das Symbol deines Status in dieser Welt. Und das einzige Werkzeug, das du je brauchen wirst. Moment, was zum... Oh, wie unangebracht. Das reicht jetzt aber. Das Immerlicht wird euch auf euren Reisen helfen. Es wird ein Licht in der Dunkelheit sein, die letzte Hoffnung der Verstorbenen. Oha, Alert. Was? Herzlichen Dank,
Da haben wir gleich. Juli hat schon mal das gleich mal für die Leute, die sich mal fragen, was ist das da oben links im Bild? Das ist, da sind wir gerade durch Juli. Ich hoffe, der Alert hat funktioniert. Ich habe ihn zumindest gehört. Eine kleine Spende im Pride Month für queere Personen. Ausrufezeichen Spenden, Ziel und Spende. Ihr könnt direkt mal spenden, Ziel. Mal sehen. In Breitmampf. Die Logos seht ihr hier oben rechts. Den Bundesverband Trans. An das Queer Lexikon. An Lambda e.V. Also das Jugendnetzwerk Lambda e.V. Und an. Sag schon, Transklar e.V. Das sind die vier Organisationen, an die wir hier Semmeln spenden. Ja, genau. Gibt's lecker Brötchen. Können sich auch Brötchen davon kaufen. Lustiger Versprecher. Spenden für die Semmeln spenden. Breitmampf. Und der Juli, der hat hier schon vorgelegt mit 10 Euro. Herzlichen Dank für deine Spende. Dafür müssen wir doch mal unterbrechen. Für diese ehrenwerte Spende. Konnte es nicht einfach leer lassen. So muss das. Schon deine gute Tat am Tat. Ich höre auf zu reden. Stream vorbei, Ende aus. Ich kann heute nicht mehr. Ich kann heute nicht mehr reden. Was ist denn heute los? Heute ist der Wurm drin. Es ist. Du weißt, deine gute Tat am Tag hast du damit schon mal gemacht. Auf dich trinke ich auch gleich mal ein Stück. Gleich mal ein bisschen was eingegossen. Prost auf dich. So, genug Würdigung in den ehrenwerten Spender. Hoffnung ist eine Flamme, das Licht, das nie erlöscht, das Leuchtfeuer der Ewigkeit. Es gibt keine wichtigere Pflicht und sie ist schwierig und unbequem. Das Schicksal verlorener Seelen ruht auf euren Schultern. Keine Sorge, zu Beginn war ich auch von allem überwältigt. Versucht einfach nur, euch zu konzentrieren. Eins nach dem anderen. Schon bald werdet ihr euch an diesen Ort gewöhnt haben. Und an diesen Moment. Ihr seid schließlich die neuen Seelenfährer, Leute. Auf Englisch Spiritfarer. Oh, eine letzte Sache noch. Wenn ich weg bin, wirst du dir dein eigenes Schiff suchen müssen. Meins ist nicht für dich geeignet und wird verschwinden, sobald ich weg bin. Wenn du eine Zeit lang in die richtige Richtung gerudert bist, wirst du ganz in der Nähe eines finden. Vermutlich. Es ist Zeit. Ich muss gehen. Lebe wohl, Stella, und viel Glück. Du wirst es brauchen. Der Soundtrack ist einfach jetzt schon großartig. Da muss ich auch mal an der Stelle loben. Und wir haben ein Ruder bekommen. Da hatten wir das schon. Der Soundtrack ist mega. Den habe ich auch in der Playlist für die Momente, wo es mehr still ist. Für die Startscreen, den Endscreen und so. Und die Stella ist auch großartig. Und jetzt können wir sie steuern. Können wir auch WASD? Ja, wir können natürlich mit WASD steuern. Gelernt ist, um zu springen. Ja, ich kann doch. Ich habe doch Spiele gespielt. Was machst denn du?
dass ein Mod reingekommen. Blockier mal hier nicht meinen Chat. Gleich mal rumgespielt hier. Was machst du denn hier? Max, was treibst du in meinem Chat? Ich würde es dich mal ausprobieren. So, mein Twitch hat gesagt, dass ich soll das mal drauf drücken für die Info. Ach so, ja, das war der Abwehrmodus. Twitch drückt einem diesen Mod-Pop-up, aber auch jedes Mal neu rein. Ich habe mich schon gewundert, dass Ratte das gemacht hat. Ich habe mir gedacht, warum aktivierst du hier den Notfallmodus? Das ist der Notfallmodus. Das ist ein, ja, diese Alarmbereitschaft lobe ich zwar sehr, aber das ist noch gar nichts passiert. Das ist dann, warum eine Total Shutdown hier veranstaltet im Chat, dachte ich mir. Okay. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ah, hier können die Sonne hochhüpfen. Auch mal über die Dächer. Ich hoffe, jetzt ist wieder alles genau hier. Ich hoffe, jetzt ist wieder alles klar und die Leute können da schreiben. Und ja, können wir auch runter? Ja, wir können so runter. Nice. Drücke I. Ja, um zu reden. Stella. Ja, was gibt's? Stella. Du bist es wirklich. Steh doch mal gerade und lass dich anschauen. Ich sitze gerade. Du siehst gut aus. Und Daffodil ist auch hier, wie ich sehe. Dann brauchen wir wohl eine Fusselrolle. Ah, vielleicht ist das nicht so offensichtlich. Ich bin's. Gwen. Gut, dass du mich gefunden hast. Aber wenn du hier bist, dann bedeutet das... Oh. Du bist die neue Spirit-Fairer. Du bist Charons Nachfolgerin. Ich hatte versucht, ihn loszuwerden und bin nur zufällig hier gestrandet. Wieso hast du versucht, ihn loszuwerden? Das schnarrt doch mit mir die Alarmglocken. Wird sie dann auch versuchen, uns loszuwerden? Das ist ja. Sitze hier schon seit einer Woche auf dieser Ding-Insel fest. Lebe von Sardinen und Zigaretten. Schon komisch. Früher habe ich dir immer aus der Patsche geholfen. Wie ich sehe, hast du jetzt einen immer nicht. Natürlich. Siehst du das Schiff da drüben? Ah, das ist unser neues Schiff. Unser neues altes. Das ist das. Es ist offensichtlich etwas heruntergekommen. Aber du solltest es übernehmen. Da du die Spiritfahrer bist, müsste es funktionieren. Gut, treffen wir uns dort drüben auf dem Deck. Ich werde dir alles erklären. Okay, dann hüpfen wir hier noch ein bisschen rum, wie es sich gehört. Oh, schon am Deck gehüpft. Da sollen wir hin. Hier liegt aber noch ziemlich viel Schrott rum. Können uns erstmal hinsetzen. Machen wir ein bisschen Just Chatting. Oh, Katze setzt sich dazu. Na, wozu die Eier? Wir haben hier keine. Das eilt ja heute nicht. Mal sitzen und ein bisschen genießen. Das werden wir Life is Strange Stück können das dann auch machen. Zu oft. Was läuft denn hier? Juli hat mich übertitelt und Better Place hat mir gesagt, dass meine erste Spende da ist. Yay.
Danke spenden. Breitmampf, Spendenstream. Ausrufzeichen Spende in den Chat. Da kümmern wir hier gleich mal. Den Command habe ich mir auch mal geholt. Komplett mal gucken. Mal schauen, ob er funktioniert. Ja, funktioniert. Ein bisschen Liebe verteilen. Der Lovebot sagt 29%. Mhm. Interessant. So viel Liebe zwischen uns. Jetzt schon. Wie stehe ich jetzt denn hier wieder auf? So. Dann hier drüben. Okay, dann mal los. Ich hoffe, mein Pelzmantel wird nicht allzu sehr mit Leidenschaft gezogen. So viel Liebe, vor allem beim Breitmampf. So, jetzt muss Liebe im Breitmampf, dafür ist es da. Und Umarmung gibt es auch noch gratis dazu. Dann kriegst du hier nochmal eine Umarmung. Ich darf nicht so viel im Chat sein. Ich muss spielen. Guck mal hier. Ich stelle nur gerade meine Commands vor. Umarmung für dich. Für dich gedrückt. Oh, ein Regenbogen. Zwei Regenbögen. Wunderbar. Ich hüpfe nie vor Freude rum, aber das fühlt sich wirklich gut an. Oha, Umarmung. Liebe und Umarmung für alle. Dafür ist der Pikemanf da. Ich muss mir das Game immer noch irgendwann mal holen. Unbedingt. Also ich habe vorhin Scheiß gelabert. Ich habe die Demo-Version davon schon mal gespielt. Ich habe eine Demo-Version, als ich gesagt habe, ich habe das noch nie gespielt, war das eine Lüge. Ich habe eine Demo-Version davon schon mal in einem Test gespielt. Ich kannte das schon. Und in Streams habe ich doch schon mal gesehen. Das ist, ohne es jetzt die volle Version gespielt zu haben, großartiges Spiel. Weitaus besser als erwartet. Was er oder sie sagt. Mhm. Also, so wie ich diese Sache sehe, gehört dieses Schiff jetzt dir. Meinst du nicht auch? Mhm. Gut. Und da du die Seelenfrau, die Spiritfarer bist, ist es jetzt deine Aufgabe, verlorene Seelen willkommen zu heißen. Sobald sie an Bord sind, werden sie ihre wahrhafte Gestalt annehmen. Mhm. Das ist zumindest meine Theorie. Warum siehst du mich so an? Mhm. Komm her und umarme mich. Hier gibt's auch Umarmungen. Nahrung, umarmen. Oh. Mhm. Mhm. So muss das sein. Umarmungen. So viele Umarmungen. Viel besser. Mhm. Komm mit. Ziehen wir uns dieses Chaos mal an. Umarmungen sind großartig. Noch mehr Umarmungen. Tut mir leid, mir geht es gerade ganz gut. Stimmung. Ich will dich nochmal umarmen. Geht das nicht? Kann ich dir Nahrung geben? Nee, ich habe keine Nahrung. Schade. Oh nein. Mhm. Was für ein Durcheinander. Erinnert mich an Tante Petunias alten Hof. Harry, bist du's? Ein wunderschönes, chaotisches Testament der Faulheit. Mhm. Harry Potter, Harald Töpfer, sind sie es? Oder einfach die vollkommene Unfähigkeit, sich von irgendwas zu trennen. Wie dem auch sei, wir müssen etwas dagegen unternehmen, sonst kommt meine Stauballergie zurück. Lass mich nachdenken. Mhm. Wir haben nur eine Möglichkeit, das alles aufzuräumen. Du musst dich mit Albert treffen. Mhm. Er ist dein örtlicher Schiffsbauer. Und seine Witze sind erbärmlich. Das ist mein Mann. Das ist genau der Richtige, den musst du nur treffen. Wenn seine Witze erbärmlich sind, dann finde ich die zum Schreien komisch. Das ist genau... Mein Humor ist leider kaputt. Das wird genau mein Humor, meine Witze sein.
Aber nur er kann dein Schiff auf Vordermann bringen. Wir sollten zu Alberts Werft schippern. Du fragst dich ja, wie du dieses Schiff in Bewegung setzen kannst. Das ist im Grunde kinderleicht. Hier, diesen Schlüssel habe ich auf der Insel gefunden. Damit kannst du die Kajüte hinten auf dem Schiff aufschließen. Dort sollte sich ein Kartenprojektor befinden. Und woher ich das alles weiß? Nun, ich hatte doch meine Flucht geplant, weißt du noch? Und du kennst mich ja. Ich plane sorgfältig. Sehr sorgfältig. Geh und schließ die Kajüte auf, Stella. Der Kartenprojektor sollte einfach zu bedienen sein. Und du musst ja nur zu Alberts Werft. Alberts Werft. Stich in See, Captain. Wir umarmen. Okay, haben wir aufgeschlossen. Ich wollte hier nochmal hoch. Althafen. Na dann. Achso, hier müssen wir hin. Alberts Werft. Los geht's. Ich finde die Katze süß, wenn sie in den Dialogsequenzen anfängt zu spielen oder sich zu putzen. Katzen sind immer großartig. Hier ist unser Bett, wie es ausschaut. Hier werden wir schlafen. Stella. Ja, hier. Wenn ich es richtig verstehe, treibt dein immer nicht das Schiff an. So kreuzt es über den Ozean und spürt verlorene Seelen auf. Das würde auch erklären, warum ich selbst nichts bewirken konnte. Ziemlich faszinierend, das musst du schon zugeben. Dazu. Ich weiß schon, dass dich das alles etwas überwältigt. Charon, die immer forte, die Seelenleute, die Seelenfrau, die Spiritfarer, dieser Ort, dieses Schiff, das ich hier bin, das ist eine Menge. Frag dich sicher, was hier vor sich geht. Um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht genau. Aber ich bin für dich da. Ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen und alles zu erklären. Wie schon gesagt, ich wollte selbst losfahren, aber ich konnte es einfach nicht. Okay. Nachdem ich dich getroffen habe, weiß ich wohl auch warum. Ich lasse dir erst einmal etwas Raum, um das Schiff zu erkunden. Du kannst auch die Angel dort ausprobieren. Die Welt liegt dir zu Füßen. Oh, Angeln, natürlich. Machen wir sofort. Das habe ich in der Demo-Version schon geübt. Daran erinnere ich mich. Das heißt, ich werde dieses total verkacken. Oder auch nicht. Ein Hering haben wir gefangen. Wir werden Stunden am Angeln. Da könnte ich schon mal drauf einstellen. Ich werde ein Fischinventar haben wie kein anderer. Oder auch nicht. Mal schauen. Vielleicht würde ich auch gar nicht angeln. Ich habe in der Demo-Version schon viel zu viel gearbeitet, deswegen. Naja. Ein alter Schuh. Der Fang des Tages. Noch ist das Angeln relativ leicht. Die Angeln gibt noch gar nicht nach. Wir stehen auch gerade, wie es ausschaut. Da sehen wir die Katze, wie sie spielt. Sehr süß. Wir fischen hier das Hafenbecken leer.
Da wären wir. Stehen in der Luft. Alberts Werft entdeckt. Helm und Schuhe, was will man mehr? Umarmung. Umarmung. Geh jetzt zu Alberts Werf und verbessere dein Reißbrett. Anders wirst du das Chaos nicht los. Ich frage mich, wie groß das alles besteht. Und siehst du, das Gruß tippe ich auf mindestens 7 unterschiedliche Arten von Dreck und Staub. Das Sofa davon noch behalten, oder? So schön, da durften wir uns, da konnten wir uns schon hinsetzen. Mir geht's gut, danke. Für Umarmungen verschenken. Das Sofa behalten wir. Und das dürfen wir, sag mir, wir dürfen das Sofa behalten. Das finde ich blöd. Ich mag das Sofa. Können wir da hoch? Anscheinend nicht. Mann über Bord, Frau über Bord. Und nun. Wie kommen wir wieder an Bord? Ich hoffe, wir kommen wieder an Bord, oder? Das sieht schlecht aus, Leute. Doppelsprung kann ich nicht. Ah, hier bin ich wieder an Bord. Weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Irgendwie habe ich es wohl geschafft. Inseekapitänen. Hier drüben. Willkommen in meiner Werft, junge Reisende. Wo meine Preise die besten Freunde jedes Kunden sind. Ich bin Albert. Ich baue Schiffe, seit ich denken kann. Wirst du die neue See das Bild verwirren? Oh, aber natürlich. Du hast das Schiff schließlich zum Laufen gebracht und hergestellt. Gwen hat gut daran getan, dir mein bescheidenes Unternehmen zu empfehlen. Ha, dann wollen wir mal sehen, was du da hast. Nette kleine Jody. Sieht gut genauso aus, wie die ich vor Ewigkeiten gebaut und in meiner alten Werft eingelagert habe. Charon war mit seinem düsteren, durchweichten Arche nämlich nicht zufrieden. Endlich war er ständig am Meckern. Aber der Kunde ist nun mal König. Deshalb habe ich ihm ein neues, besseres gebaut. Sein altes Schiff wollte er natürlich nicht aufgeben. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Und keine Sorge, das Schiff kannst du behalten. Betrachten wir es einfach als Leihgabe. Und eins wollte ich dir noch sagen. Weißt du, dass wir immer darüber witzeln, dass hier ständig gebaut wird? Mach dir keine Sorgen. Wir arbeiten noch daran. Wie dem auch sei, mit etwas Liebe wird dieser Kahn bald wieder nie neu funkeln. Zuerst wünschst du ein ordentliches Reißbrett. Weil heute dein Glückstag ist und ich in Spendierlaune bin, gebe ich dir dein erstes Reißbrett. Kostenlos. Es ist wohlgemerkt etwas simpel in seinen Anwendungsmöglichkeiten. Aber die weiteren Verbesserungen sind so günstig, dass du nicht lange auf sie verzichten möchtest. Weise mich einfach an, das Schiff zu verbessern. Grundlage des Bauens. Jetzt ist meine Stimme kaputt. Und oben rechts haben wir eine Uhr, wie es ausschaut, den Sonnenstand anzeigt. Ist wohl ungefähr Mittag. Wir sollen ihn anweisen irgendwie.
Regen verbessern. Aha, hier haben wir das Reisbeutel, was dann immer Anfänger, Bastler, Handwerker, Experte, Meister wird immer verbessert. Gerade gekauft. Bastler können wir dann für 400. Noch kein Geld. Briefkasten können wir uns nicht leisten. Wir müssen an Geld kommen irgendwie. Du kannst Gebäude auf deinem Schiff bauen und bearbeiten. Und fertig. Das ist toll. Aber wenn du dein Schiff wirklich größer und komfortabler machen möchtest, kann ich dir helfen. Statte mir einen Besuch ab, wenn dir der Platz auf dem Schiff ausgeht. Bis dann. Okay, ich denke, auf zurück zum Schiff. Endlich. Gut. Albert hat dir das Schiff gratis überlassen. Und es ist. Und er meinte, es sei eine Leihgabe. Verdächtig. Ja, der Hai ist natürlich ein Kapitalist. So muss das sein. Schwer zu sagen, was er am Schilde führt, aber klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um deine aktuelle Aufgabe. Die Steak zu säubern. Geh deinem neuen Reißbrett über deine Kajüte. Geh zu deinem neuen Reißbrett über deine Kajüte. Und wähle die Option bewegen. Über der, unter der Kajüte. Deine Kajüte ist doch oben, oder nicht? Simonis, kannst du Gebäude entfernen und ihre Ressourcen zurückerhalten? Nur zu, ich werde hier unten warten. Das Reißbrett über meine Kajüte. Achso, das Reißbrett. Jetzt können wir das Schiff bearbeiten.